Und jetzt tun wir etwas sehr, sehr Schmerzhaftes. Das könnte sogar gleich klappen. Also einmal vorschlagen, zurück. Nee, klappt nicht. Vielleicht hilft das Schild ein wenig gegen den Stein in der Seite. Nee, komm, dann müssen wir jetzt dranbleiben, ein, zwei Schläge wegfangen und dann wieder weg. Das wird sehr, 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 sehr schmerzhaft. Heilung. Aber was anderes ist mir jetzt auf die Schnelle echt nicht eingefallen. Also wie gesagt, Zeit anhalten bringt nichts. Wir könnten... Oh, stimmt, das könnten wir machen. Wir könnten ein paar von unseren Fernzaubern verbrauchen. All diesen lachenden Schädel des totalen Chaos, oder wie das heißt, und diese Faust. Eiserne Faust des Chaos. Und wie hieß der Schädel? Zaubert lachender Totenschädel donnernder Macht. Ich finde den Namen so geil. Aber ja, die können wir mal verbrauchen. Die wiegen ja auch jedes Mal ein Kilogramm. So, zack. Faust in die eine Hand. Schädel in die andere Hand. Und wie timen wir das jetzt, dass wir nicht den Stein treffen? Okay, wir zaubern den ersten Zauber mal genau, wenn der Stein nach links rollt. Und wenn der durchkommt, machen wir den nächsten Zauber bei der gleichen Stelle. Ah, kam nicht durch. Okay, jetzt machen wir den Zauber, wenn er links im Bildschirm, wenn er links verschwindet. So. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die beide gleich lang brauchen zum Zaubern. Der kam auch nicht durch. Ja, nee, komm, den dritten behalten wir mal im Sack. Das ist ja richtig nervig. Na gut, was haben wir noch als Möglichkeiten? Wir können Feuerwiderstand trinken, wir können Stärketrank trinken. Das ist doch mal eine gute Idee. Haben wir wenigstens Stärke voll, machen wir vielleicht ein bisschen mehr Schaden. Dann haben wir noch irgendwas. Ausdauertrank bringt... Naja, doch, bringt ein bisschen was. Vielleicht kriegen wir weniger Schaden durch den Stein dadurch. Seelenverschmelzung. Monster entdecken und das war Karte aufdecken, ne? Ja. Nö, sonst haben wir nicht wirklich viel zur Auswahl. Na gut, Schild in die Hand und ruf da. Wie viel hast du noch? Oh. Komm, einen Schlag noch und dann... Ja, so wird unser Mana nicht sehr lange halten. Aber doch, beim nächsten oder übernächsten Versuch müsste er draufgehen. Oh, das war eine richtig miese Heilung. Mir ist noch was eingefallen. Aber dafür ist es jetzt zu spät. Wir hätten diesen ultimativen Tötungszauber benutzen können. Wo ist er? Tödliche Spuren der Verwesung? Nein. Sturm? Nein. Feuersbrunst? Nein. Asche und Schlacke? Nein. Wir haben inzwischen ganz schön viele Zauber. Gewaltige Reparatur? Nein. Verweben von Wunden? Nein. Das Entschaffen-Ritual kostet 600 Mana-Punkte. Und wir haben... nur 483. Schade. Sonst hätten wir uns einfach hochheilen können, bis wir volles Mana haben. Den Entschaffen-Zauber sprechen, dann wäre der einfach weg. Laufen wir rein und bringen den anderen im Nahkampf um. Das wäre eine recht elegante Lösung gewesen. Aber dafür haben wir nicht genug Mana. Und wir sind ja eh nicht sehr eleganten. So. Nicht sterben durch einen Stein. Das haben wir am Anfang schon einmal gemacht. Oh, das war mal eine gute. Vielleicht kommen wir jetzt ja durch. Und ran da. Stirb, stirb schnell. Stirb schneller. Stirb, 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 stirb. Ah. Ein Schlag wäre das nur gewesen. Vielleicht anderthalb. Aber nö. Jetzt kommt gute Heilung. Eine gute Heilung. Ist okay. Stirb. Und lass uns da rein. Lass uns da rein. Genau. Jetzt müssen wir nur gegen anderen Bienenmann kämpfen. Oder können wir den ignorieren? Wir wissen nicht, ob es da weitergeht. Schade. Das heißt, wir müssen gleich da wieder raus. Och nö. Ja, nee, komm.
ich husche jetzt da wieder raus, drehe um und pausiere dann kurz, um uns hochzuheilen. Weil ich habe keine Lust, jetzt die Heiltränke hier zu trinken, um den einen Bienenmann noch zu töten. So. Das war ganz schön knapp. Speichern wir nochmal ab auf dem anderen Slot. Und wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder hochgeheilt und ich habe den hier in der Pause schon ein bisschen weich geklopft, denn er ist genau an die Stelle gegangen, wo sein Kumpel vorher war und hat somit den Weg blockiert. Also ja. X. Okay, das sieht schon besser aus. Und eigentlich, genau, müsste er gleich tot sein. So, da ist schon mal eine Truhe. Das heißt, wir folgen mal dem Stein das nächste Mal, wenn er zurückgeht. Und gucken. Mist. Ach du. Das ist ja Link. Okay, wir werden gleich noch mehr Schläge wegfangen müssen. Das ist eine nervige Ecke hier. So, hoffentlich lohnt sich das. Ein Brief, ein Heiltrank und das war's. Das ist hoffentlich ein sehr wichtiger Brief. Also für diese ganze nervige Aktion mit den zwei Bienenmännern und durchgehend von Steinen getroffen werden. Schrift Stärke der Titanen. Stärke der Titanen erhöht für eine bestimmte Zeit die Kraft des Zaubernden. Dauer und Wirkungsgrad richten sie nach der Erfahrung des Zaubernden. Dieser Zauber ist besonders hilfreich, wenn der Zaubernde durch Kämpfe, Krankheit und Überlastung geschwächt ist. Ha. Huh. Also ein paar Sachen. Einmal der Wirkungsgrad oder die Kraft des Zaubers ist abhängig von der Erfahrung des Zaubernden. Heißt das, ist jetzt wichtig, welchen Attribut man hat oder welchen Skill? Weil Attribute haben wir nur 2 Punkte. Aber Skill haben wir in Fleischmagie zum Beispiel ja fast voll. Okay. Der nächste Punkt, wenn man durch Krankheit, Kämpfe oder Überlastung geschwächt ist, ist der Zauber hilfreich. Heißt das auch, wenn wir hier... Das sind wir gerade nicht. Aber wenn wir zu viel kämpfen, kommt dieser Schwäche-Effekt, dass wir Stärke und Beweglichkeit verlieren. Hebt der Zauber das auf? Oder hebt er es nur auf in Anführungszeichen, weil er halt einen Punkt Stärke gewährt? Gucken wir nochmal nach. Kostet schon mal richtig viel Mana. Mehr als die Hälfte unseres Manas auf jeden Fall. Oder 2/3. Und Disziplin des Fleisches, das ist schon mal sehr gut. Also ja, wir haben eigentlich gerade ein bisschen Mana über. Da wäre er. Aber das probieren wir erst aus, wenn wir einen Gegner vor der Nase haben. So. Wo müssen wir jetzt noch hin? Also hier war nur die Truhe. Hier ist sonst nichts. Da unten kommen wir so gar nicht hin. Da oben. Ah, wir hatten Schlüssel gefunden, ne? Ja, sogar 2. Okay, gucken wir da oben mal weiter. Lauf in jeden Stein rein, den wir finden können. Und hier ist richtig. Ja, hier ist richtig, auch wenn die Türen alle wieder zu sind. Und warum ist das Antimagiefeld wieder an? Ah, komisch. So, hier rein, Gang folgen. Und dann gucken wir mal, wie viele verschlossene Türen jetzt noch kommen oder nicht. Aber wenn das wirklich eine Dungeon Master Anspielung ist, dann verschwenden wir gerade Zeit, indem wir da hinlaufen. Also, das ist Tür Nummer 3. Und ich höre Bienen. Na komm, bin ich noch in meinem Kaffee-Flow drin und werde nicht getroffen? Na, wahrscheinlich nicht. Nach dieser Aktion mit den Steinen ist alles gutes Feeling aus mir entfleucht. Ah, obwohl, momentan sieht es ganz gut aus. Auch wenn wir kein Schild in der Hand haben, aber ich will jetzt nicht wechseln. Ich will jetzt schön im Rhythmus bleiben und das Ding da töten. Oder zerstreuen. So viel dazu. Also zerstreuen oder was auch immer wir mit den Bienen hier anstellen. Aber so oft wie wir zuhauen müssen, um die umzubringen, töten wir wahrscheinlich jede einzelne Biene in dem Schwarm mit einem Schwerthieb. Eine Biene tot. Noch eine Biene tot. Noch eine Biene tot.
Und auch eine Biene tot. Und so geht das halt immer weiter, bis der ganze Schwarm tot ist. Diese nervigen Schwarm. Hat noch fast keinen Schaden genommen. Mann, Mann, Mann. Oh, und wir sind schwach und unbeweglich. Das prüfen wir gleich mal aus. Also, du stirbst jetzt ganz schnell. Dann gucken wir an, wie viele Punkte wir verloren haben durch den schwach und unbeweglich Effekt da. Genau den da. Dann sprechen wir den Zauber und gucken, ob der Effekt dadurch weggeht oder ob wir einfach nur stärker Punkte bekommen. Und ich lasse mich gerade richtig häufig treffen. Und wir sind immer noch schwach und erschöpft. So. Also, wir haben schon 4 Punkte Stärke verloren. Das heißt, wir sind jetzt bei 4 Punkten Stärke. Also 4 Punkte haben wir verloren. Das heißt, eigentlich wären wir auf 8. Sprechen wir mal den Zauber. Der super viel Mana kostet. Du fühlst dich weniger müde. Ist das jetzt wegen dem Zauber oder ist das wegen... Jetzt haben wir nur 3 Stärke verloren. Also müssten wir eigentlich 5 Punkte haben. Wir haben aber 6 Punkte durch den Zauber. Na gut, also der Zauber macht auf jeden Fall schon mal 1 Punkt in Stärke. Und eventuell hebt er ein Level von Schwäche auf. Weil sobald wir den Zauber gesprochen haben, haben wir ja eine Meldung bekommen, dass wir nicht mehr ganz so schwach sind. Aber das kann auch Zufall gewesen sein. Ne? Na gut, Schlüssel. Das war jetzt Tür Nummer 1, 2, 3, 4. Ich höre kein Bienengeräusch. Das ist schon mal gut. Und Tür Nummer 5. Ja. Das ist jetzt doof. Also zum einen sind wir quasi umsonst hierher gelaufen. Und zum anderen ist die einzige Möglichkeit weiterzukommen... Oh, die Truhe haben wir noch nicht aufgemacht. Stimmt. Gut, das machen wir noch kurz. Sonst wäre die einzige andere Möglichkeit weiterzukommen, irgendwie eine Tür aufzubekommen. Und so wie das mit den Druckplatten da aussieht, geht das nur, wenn wir einen so einen Steinblock opfern. Und davon haben wir nur noch 2. Und alle Türen sind zu. Oh, jetzt doof. Immer noch alle zu. Okay. Das wäre jetzt ärgerlich gewesen. Da fällt mir ein, zwischendurch mal abspeichern, tut immer gut. So. Also, wir müssen hier raus. Und, links rum. Die ganzen Steine rollen. Hier weiter. Und da weiter und jetzt rechts rein. Ein Schlüssel, ein Trank. Gut, gut. Aua. So, das wäre jetzt Tür Nummer 5. Wenn ich richtig liege und das wirklich die Dungeon Master, aua, Dungeon Master Anspielung ist, dann müsst ihr mit 5 Schlüsseln weiterkommen. Und irgendwo müsste noch ein 6. Schlüssel rumliegen, der nichts bewirkt. Obwohl... Bei meinem Dungeon Master LP haben wir den Schlüssel später noch gebraucht, glaube ich. Okay, so oder so. Gucken wir, was hinter Tür Nummer 5 liegt. Hoffentlich kein Zong in Form von 20 Bienenschwärmen oder so. Ich höre keine Bienen. 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 Na, schon mal gut. Da geht's nicht lang. Ich höre Bienen. Oh, hier geht's hoch. Na gut. Gucken wir erst, was hier ist. Bienen. Noch mehr, viel mehr Bienen. Und da war ein Altar, ein Mana-Altar. Ah gut, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Was haben wir auf der anderen Seite? Ein Heilaltar. Brauchen wir jetzt direkt so auch nicht. Gucken wir mal ganz kurz nach da vorne. Ja, hier ist nichts mehr. Komm, ihr dürft da ruhig stehen bleiben. Wir verpieseln uns. Könnt ihr diese doofen Altare bewachen, so viel ihr wollt. So, hoch da. Okay,
Okay, in der Etage waren wir ja eigentlich schon. Also hier war der Bauch. Ja, ich glaube, hier war der Bauch von dem Titan. Ist hier überhaupt genug Platz? Ne, hier ist gleich schon wieder zu Ende. Oh, okay, noch höher. Dann sind wir jetzt in der Etage mit dem Kopf. Ah, oder Bauch, also eins von beiden. Und da ist ein Gegner, dem kommen wir nicht vor. Oh, stimmt, du bist hier ja auch noch gewesen. Dich hatten wir einmal durch den Spalt gesehen. Und du machst so viel Schaden wie eh und je. Und machst lustige Geräusche. Kurz heilen. Du hast angegriffen durch Heilzauber? Nein, gut. Das wäre jetzt nicht so toll gewesen. Also, stimmt. Oh, der hat schon wieder so einen Hut dabei. Auch nicht schlecht. So, was steht hier? Dies ist ein Geschenk für meine Befehlshabenden auf dem Schlachtfeld und meine treuen Priester. Durch diese Schriftrolle verfügt ihr über einen seltenen und mächtigen Zauber aus der Disziplin der Lehre. Seelenverschmelzung. Den hatten wir doch schon mal benutzt. Das war dieses weiße Flimmer, das tierisch lange auf unserem Charakter geblieben ist. Er erzeugt einen magischen Vorrat an Lebenskraft, sodass ihr im Falle einer Niederlage, wenn ihr auch stark geschwächt, am selben Ort zu neuem Leben erwacht. Nehmt dies als Beweis eurer Unbesiegbarkeit. Hm. Und wo ist der Zauber? Ah, da. Unsterblichkeit ist schon mal ganz schick. Der macht genau das gleiche wie der andere. Gut, dann kann er auch liegen bleiben. Nehmen wir den frischen mit. Gucken wir, wie viel Mana der braucht. 306. Ja, auch eine ganze Menge. Aber wenn wir mal in einem richtig schwierigen Dungeon sind oder beim richtig schwierigen Bosskampf, dann können wir vorher den zaubern, dann würde ich umkippen. Und da ist eine komische Tür. Speichern wir nochmal ab.